Dann, was brauche ich noch mehr am Smartphone? Navigation natürlich. Hier ist, sage ich mal, der App to use Osman. Ist so das Schweizer Taschenmesser, meiner Meinung nach, für alle Navigations-Apps. Es hat eben ein komplettes Navigationssystem drin und das Tolle ist, es hat es auch noch offline. Das ist OpenStreetMap basiert. Ich lade mir vorher von OpenStreetMap die Karten runter und dann, egal wo ich hingehe, innerhalb Deutschlands oder außerhalb Europas, lade ich mir vorher die Karte runter. Ich kann komplett offline sein, im Flugzeugmodus, ohne Internetzugang und habe ein komplettes Navigationssystem von A nach B. Wenn ich Auto fahre, dann inklusive Sprachnavigation, also die nächste links, die nächste rechts und so, diese Ansagen, die dann da kommen, Nachtmodus etc. Und jede Menge Plugins verfügbar für dieses Navigationssystem. Also ich bin dadurch, dass es halt OpenStreetMap basiert ist, OpenStreetMap ist inzwischen auch eine sehr, sehr, sehr detaillierte Karte geworden. Es ist in vielen Regionen auch besser als Google Maps. Wenn man nicht Auto fährt, ist OpenStreetMap auch oft die bessere Wahl für Navigationsberechnung. Wir hatten mal mit der BVG Kontakt. Nicht BVG, sondern VBB, Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg oder so. Die benutzen nämlich OpenStreetMap für, wenn, da kann ich halt auch sagen, ich möchte irgendwie von Haus A nach Haus B und dann berechnen die 2 Minuten laufen, 20 Mal umsteigen und dann wieder 5 Minuten laufen. Und die benutzen OpenStreetMap und da hatten wir mal ein Gespräch mit denen gemacht, weil wir das so toll fanden. Und dann haben wir die gefragt, ja, warum benutzt ihr OpenStreetMap? Und dann sagten die, es gibt 2 Gründe. Das eine ist, das kostet nichts. Wenn sie halt irgendwie TomTom oder Google Maps benutzen würden, müssen sie halt zahlen. Aber das zweite ist, dass sie die Wege viel besser berechnen können, weil die Google Maps zum Beispiel, die berechnen halt voll viele Wege anhand des Autos. Während die OpenStreetMap-Nutzer, die laufen durch den Park, die sagen, hier kann ich langlaufen. So, dann können sie das einfach viel, viel besser berechnen für die Fußgänger und kriegen da viel bessere Wege zustande. Und deswegen gilt hier, dass man mit OpenStreetMap-basierten Navigationssystem eigentlich viel, viel besser fährt. Also fährt in Anführungszeichen. Läuft. Navigiert als mit Google Maps. Ich bin großer Fahrradfahrer, deswegen für mich ist es super auf jeden Fall. Und hier eben, ich hatte ja auch schon den Hinweis, wir hatten es ja vorhin angesprochen, sieht man eben auch. Im Play Store kostet die App hier 9 Euro. So, um vielleicht ein grobes Gefühl zu kriegen. Und in App Store wiederum kostenlos. Da habe ich mal so Screenshots gemacht, um einfach ein Gefühl zu kriegen. Also hier ist halt mal quasi reingezoomt und dann sieht man ja auch schon, wie detailliert es ist. Ich sehe hier irgendwie einzelne Bäume und die Recyclingstationen. Also und dann, je nachdem natürlich, wo man ist, aber da gibt es teilweise echt faszinierende Beispiele von Städten, wo ich wirklich jeden einzelnen Mülleimer sehe und Parksitzbank und ähnliches. Und hier einfach mal eine Strecke kalkuliert, da sieht man da oben, gibt es auch noch so Metadaten. Also man hat eben auch ein Trip-Recording drin, man kann sich also auch anzeigen lassen nachher. Ach stimmt, da kann ich auch mal so einen Screenshot machen. Kann man sehr, sehr detailliert sich echt anschauen lassen, wie viel Höhenmeter man hoch und runter gemacht hat und wie viel Durchschnittsgeschwindigkeit und etc. etc. Wenn man das möchte, wenn man Sportler ist oder so. Es gibt jede Menge Plugins, wie gesagt, da kann man sich auch zum Beispiel dann so wunderschöne Höhenkaskaden anzeigen lassen. Also ich kann mir auch die Höhenmeter anzeigen lassen, wenn ich zum Beispiel wandere oder so oder auch Fahrrad fahre, dann ist das ja eine interessante Information, um meinen Schreck auszusuchen. Ich kann mir außerdem so persönliche Lesezeichen setzen, wenn da ein schöner Ort war oder was weiß ich, oder wenn da meine Freundin wohnt oder irgendwas, dann kann ich mir das markieren. Und was ich auch noch kann, ist aber auch wieder ein Add-on, ist, wenn ich mappe, ich bin auch ein Mapper, und dann kann man auf sehr einfache, angenehme Weise im Prinzip jeden Punkt, den man hier einträgt, wenn man denn möchte, also ich kann mir quasi einen persönlichen Remark machen oder ich kann dann auch den einfach in OpenStreetMap hochladen. Manchmal, wenn ich halt irgendwo im Café sitze oder so, dann gucke ich so, ist das Café eigentlich schon hier drin. Ich kann die Karte verbessern. Genau, kann ich die Karte verbessern. Aber eingeschränkt, ich kann also nur Punkte hinzufügen. Ich kann keine Strecken hinzufügen, genau, oder Straßennamen verändern. Ich kann nur einzelne Punkte hinzufügen. Aber deswegen mache ich das halt manchmal so, ich trinke eh gerade einen Kaffee oder ein Bier. Dann gucke ich ganz kurz, ist die Bar des Kaffee eigentlich schon drin? Und wenn nicht,
Das dauert wirklich eine Minute. Dann mache ich da schon einen Punkt, sag den Namen ein, hochladen. Und ja, 5 Minuten später erscheint das auf der Karte. Also, aber nicht auf der. Du ladest ja die Karten vorab runter in einem gewissen Zustand. Wenn du also jetzt einen Punkt hochladest, dann ist es zwar in der Karte drin, aber auf deinem Telefon wird es erst mit dem nächsten Runterladen, mit dem nächsten Update zur Verfügung sein. Aber online ist es nach 10 Minuten oder so. Aber noch Punkte entfernen, die ich merke. Ja. Nee, du kannst wirklich nur den Punkt hinzufügen. Es gibt aber eine andere Add-on, Vespucci, oder wie hieß das? Ja. Also tatsächlich wollte ich genau darauf hinaus, auch zum Map-Editieren würde ich ungern Osman wirklich empfehlen. Aha. Gerade weil die Karten nicht unbedingt das sind, was gerade aktuell da ist. Mhm. Vespucci schreckt wahrscheinlich am Anfang ab, wenn man jetzt nicht Jossen vom Rechner her kennt. Aber für jemanden, der jetzt nicht so damit vertraut ist mit OpenStreetMap, kann man Street Complete empfehlen. Ja, da komme ich noch gleich drauf. Ja. Genau, also hier wollte ich das nur geredet haben. Es gibt noch ganz, ganz viel mehr Plugins. Da kann ich auch noch irgendwie, so nautische Karten und Wikipedia-Einträge mir auf der Karte anzeigen lassen und vieles mehr. Ich habe hier jetzt mal noch Maps aufgeführt. Persönlich finde ich Osman viel, viel besser. Was mir halt aufgefallen ist, Maps hat halt diesen einen Vorteil, es hat halt diese schöne Visualisierung hier und sieht halt so aus wie Google Maps im Prinzip. Wenn man diese Google Maps App hat, die sieht auch ungefähr so aus. Und mir ist halt aufgefallen in meinem Netzwerk so, bei Freunden, dass die, wenn ich Osman benutze, dann finden die Maps die doch total scheiße aus, wenn die halt Google Maps gewohnt sind. Und wenn man ihnen dann dieses Maps zeigt, dann denken die, oh, das ist ja jetzt echt schick. Und da kann man sich viel besser überzeugen, doch mal freie Software auszuprobieren. Wenn man ihnen dann die Maps zeigt, man muss aber sagen, funktional ist es sehr eingeschränkt im Vergleich zu Osman. Also ich kann zwar auch hier mir einen Weg machen lassen und ich kriege auch eine grobe Information hier sogar noch, wie lange es dauert, aber die ganzen Metainformationen fehlen mir zum Beispiel, die ich vorhin hatte. Ich habe auch kein Trip Recording im Nachhinein. Ich habe die ganzen Plugins nicht, also es ist einfach eine sehr, sehr eingeschränkte Version letztendlich. Es ist halt sehr basisch. Man kann halt die Karte angucken. Ich kann aber immerhin, glaube ich, auch noch so sagen, so, zeig mir irgendwie Restaurants, die jetzt gerade offen sind. Das kann, glaube ich, geht auch noch. Genau. Aber meiner Erfahrung nach, bei Leuten, die nicht freie Software täglich gewohnt sind, kommt es oft besser an als Osman. Osman hat ja auch Offline-Wikipedia-Artikel, Offline-Reiseguide. Also da ist noch ein Travel-Guide hinter, wenn man das möchte. Kann man sich alles schön runterladen. Ah, den kenne ich nicht, den Reiseguide. Ich kenne den Wikipedia-Artikel. Die benutze ich, wenn ich in einer fremden Stadt bin, dann gucke ich mir die Wikipedia-Artikel und sehe, ach, nee, es gibt tatsächlich so Wiki-Voyage, den du dir dann runterladen kannst und kannst dich dann durchklicken. Ist wie ein Wiki, aber dann auch mit gemeinschaftlich gepflegten Wiki-Artikeln dazu, wo man jetzt hingehen kann und zu den einzelnen Reisen. Und was ich auch an Osman recht nett finde, ist, man kann recht schön eigene Tracks erstellen mit Entfernungsmesser und dann entlang dieser Tracks halt auch das Höhenprofil anzeigen lassen. Das ist auch recht einfach. Ja, okay, genau. Die kannst du ja im Nachhinein dann die auch sehen. Und exportieren und rumschicken. Genau. Und das wandern wir jetzt. Ja, die kannst du auch im Vorfeld dann quasi machen. Das Osman ist relativ stark. Also ja, das ist super, das ist der Hammer. Das ist eine klasse Sache. Ich sagte ja, das ist ein Schweizer Taschenmesser so für was ich gerade vermisse, ist. Ich hätte einer, kennt einer was, aber so, wenn es zum Auto unterwegs ist und so Staus, Verkehrssituationsänderungen, Umleitungen fahren, da habe ich halt da noch nichts gefunden. Da zuckt dann meine Frau dann immer ihr Apfeltelefon raus und Google Maps und sagt mir, da ist alles rot, da musst du nicht hinfahren. Ich habe dazu einen YouTube-Link mal gesehen. Es gibt irgendwo versteckt in der Google API einen Layer, wo man sich genau diese roten Balken als Overlay in Osman einblenden kann. Wird nicht beim Routing. Aber live oder nicht? Live, wird aber nicht beim Routing beachtet, sondern es wird nur als grafische Ebene drüber geblendet. Okay. Also sowas vermisse ich halt. Und gibt es irgendwie. Aber ich sag dir was, weißt du, warum die das können? Du musst ja auch der Bösartigkeit bewusst sein, sozusagen. Nee, weißt du, warum, wie Google das macht? Die Information kommt durch das Tracking. Ja, natürlich. Ja, genau. Es ist tatsächlich so. Also sind sich dessen gar nicht bewusst, dass das Schaumelder und alles in einem sind. Genau, sie sind ja selber Schaumelder. Der Verkehrsminister, der hat es jetzt ja schon angeregt, dass wir das alle machen sollten. Ne? Nee, weil das ist ja so, du hast ja 90% aller Telefone sind irgendwie Android und dann, und da, Google sieht ja einfach, da sind jetzt gerade irgendwie 1000 Androids in dieser Straße, da gibt es Stau.
Deswegen so machen sie es ja bei mir nicht, nur bei ihr. Das ja deswegen neuerdings machen sie jetzt ja sogar auch noch irgendwie, tatsächlich gibt es jetzt auch für Läden, habe ich gesehen. Die zeigen dir anscheinend auch in Läden jetzt inzwischen an, wann da Rush-Hours sind und wann nicht. Einfach, weil die ja sehen, oh, da sind jetzt gerade 12 Leute im Laden, da ist gerade eine Rush-Hour. Also ich habe mal von einem Bekannten, der da sehr affin ist, alles beizuwerfen. Und der sagt, ja, schick mir doch mal deine Daten so, wo du jetzt bei uns warst, ein Video warst, dann haben wir es dann geschickt und dann, also das kannst du bei Google dann runterladen. Mhm. Und dann kannst du da auch, dann sagen die auch, du warst mit dem Fahrrad unterwegs, du warst mit dem Auto unterwegs, hier warst du zu Fuß unterwegs und keine Ahnung, also... Ja klar. Was dort alles gesammelt wird und von den Profilen. Aber wie gesagt, wenn du die Daten bereitstellst, dann hast du es dann in deinem Auto drin, dann siehst du halt, okay, wo kannst du dann hinfahren. Und da habe ich halt in der Geschichte noch nichts gefunden, was so einfach so ein Navi-System. Ja, das ist halt, sag ich mal, die Krux. Entweder machst du Tracking, da kannst du Stau anzeigen lassen, oder du verzichtest auf Tracking, dann geht es halt nicht. Einfach aufs Fahrrad umsteigen, das ist die beste Lösung. Okay, zurück zum Navigation-Apps. Da ist natürlich dein Street Complete. Street Complete finde ich nämlich eine super Sache, weil ich mappe eben, wie gesagt, ab und zu ganz gerne. Und ich war total begeistert, als ich diese Apps gesehen habe, weil sie im Prinzip das ganze Mapping so als Gamification aufbereitet. So ein bisschen geht es in Richtung Geocaching. Also ich sehe verschiedene Aufgaben, zum Beispiel, was für eine Hausnummer ist das? Was für ein Straßenname ist das? Weiß ich gerade nicht. Dann gibt es auch so, was für ein Bodenbelag ist das? Ist es Teer, Beton, Kopfsteinpflaster und so weiter? Ja, aber das Geile ist halt, also dadurch entsteht halt so eine richtig detaillierte Map. Das sind aber jetzt eine sehr wichtige Information. Ja, für einen Fahrradfahrer ist es super wichtig, ob da Kopfsteinpflaster ist oder nicht. Auch für Rollstuhlfahrer. Ja, oder Rollstuhlfahrer, genau. Es gibt ja auch Wheelmap zum Beispiel, ist ja für Rollstuhlfahrer eine extra aufbereitete OpenStreetMap-Version, wo dann auch die Restaurants angezeigt werden, ob die zum Beispiel für Rollstuhlfahrer zugänglich sind und so weiter. Und das Geile ist halt, da ist jetzt schon OpenStreetMap viel besser als Google Maps. Und je mehr da noch Informationen hinzugefügt werden, umso besser wird es. Und da ist halt so eine Map hier super geil. Und es macht echt richtig Spaß, weil das Coole ist halt, man geht dann jetzt hin irgendwie, dann klickt man da drauf und dann trägt man hier den Straßennamen ein. Das ist ja fast schon umständlich. Aber gerade beim Belag, da musst du einfach nur einen Klick machen. Ist das jetzt das? Das gibt dir einfach 6 Optionen. Und dann klickst du einfach drauf. Und mit Foto, wo man eben sieht, welcher Belag gemeint ist. Das ist auch schön. Genau. Und dann kriegst du so ein Sternchen, ding! Und dann ist es so, deswegen meine ich so Gamification, dann sammle ich da meine Stars irgendwie, wie viel ich jetzt schon zu. Das Einzige, was noch fehlt, es müsste noch mehr ausgebaut werden, so von wegen. Das Witzige bei 50 Sternchen kriegst du, weiß Gott was. Ist auch echt eine coole Community. Also, ich muss sagen, ich wohne in Berlin und da gibt es inzwischen einfach nicht mehr viel zu tun. So. Aber ich war bei meinen Eltern zu Hause an Weihnachten. War voll geil. Ich bin einfach nur zur Kirche gelaufen, habe nebenher irgendwie 20 Sachen gelöst. Und da war halt so eine Laterne, war falsch gestanden. Da habe ich noch ein Foto gemacht, weil ich konnte es da ja nicht ändern. Und habe ich geschrieben, ja, die. Und ich wurde gefragt, ob die Laterne richtig steht. Und habe ich gesagt, nee, steht nicht. Und habe ein Foto gemacht. Und dann eine Stunde später so hat dann einer aus der nächsten Stadt, ah ja, hat es dann geändert und noch einen Kommentar hinzugefügt. Das ist so echt voll die nette Community. So. Finde ich cool. Da gab es auch so ein bisschen Diskussion und bla, ist einfach sehr cool. Also ich mag die Mapping-Community. So, jetzt haben wir den Individualverkehr gelöst.